Gut, herzlich willkommen, lieber Karl Edi, in Hallo unserem Inge. Talk heute. Danke, dass du gleich Ja gesagt hast zu meiner Anfrage. Freut mich sehr. Ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Danke für Oh. die Einladung. Dankeschön. Wir haben ja so die Eigenheit, dass wir, wenn wir uns irgendwie begegnen, treffen, relativ viel reden. Und da ist immer aus meiner Sicht viel Interessantes dabei. Deswegen dachte ich mir, du bist ein super Gast für meinen YouTube-Kanal. Und wir sind uns ja begegnet auf einem spirituellen Kongress. Da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern daran. Ja. Ja, ich auch, schon ein paar Jahre her. Jetzt ist so mein erster Gedanke, wo ich dich gern fragen würde, wie du das beantwortest, ne? Ich habe mich selbst so definiert als Medium und Mentorin. Und bei dir ist es einfach so umfangreich. Es ist so unfassbar viel, was du machst, ne? Also Seminare. Dann die speziellen CDs, die Musik, die du machst, die auch, ne, mit den Kopfhörern nochmal anders wirken. Dann hast du ein eigenes Seminarzentrum aufgebaut. So, also wirklich mutig, so kurz nach Corona, weiß ich noch. Und bist unterwegs, arbeitest mit Firmen, mit Einzelpersonen. Ein ganz, ganz breites Feld deiner beruflichen Tätigkeit. Teilweise im Spirituellen, teilweise, glaube ich, nicht so ganz. Also du mischst es auch so ein bisschen und erreichst damit viele Menschen. Wie würdest du dich denn jetzt bezeichnen? Na, was ist denn so die Bezeichnung, mit der du dich wohlfühlst? Du meinst, welchen Beruf ich habe oder was Ja, ich genau, mache? so welche so Berufstätigkeitsbezeichnung. Also Musiker, Seminarleiter, Komponist. Was wär's denn für dich, wo du sagst, so, das ist so, sind so die Worte, mit denen ich gut kann, die sich gut anfühlen? Weißt du, Inge, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, das finde ich gut. Gibt es auch keine Job Description oder so. Nein, da, genau, gibt es eben nicht. Ne? Nein. Ich hab mir heute wirklich gedacht, ich will dich das mal fragen, weil wenn mich jemand fragen würde, ne, was du so machst, ich müsste da so viel Verschiedenes erklären und könnte es jetzt auch nicht in einem zusammenfassen. Siehst du, finde ich beruhigend. Und liebe Zuschauer, wir müssen uns nicht immer irgendwo reinzwängen in irgendwelche Benennungen. Ja Und gut, ja. ne, ist nicht nötig. Na, du hast eh das sehr gut beschrieben. Ja, ich kann sagen, ich habe unterschiedliche Berufe. Aber Ja. mein Thema war eigentlich, dass ich überhaupt nie wusste, was ich eigentlich tun soll in meinem Leben. Und das war für mich eigentlich ganz furchtbar, weil das hat über Jahrzehnte gedauert, wo ich am Rande einer Depression war, weil ich keinen Sinn für mich gefunden habe. Ich hatte immer irgendwelche Jobs, weil einer war so schlecht wie der andere. Und ich habe mich halt in dieser Zeit auf die Suche begeben und ja, irgendwann habe ich dann angefangen, das zu tun, was mir Spaß macht und ja, jetzt ist ganz viel draus geworden. Ja. Sehr viel draus geworden und für mich strahlst du auch immer so eine so wie nenne ich es denn, so eine Energie aus von angekommen sein, von ne, sich wohlfühlen, Gemütlichkeit. Also man fühlt sich immer wohl in deiner Gegenwart. Es ist so eine schöne Ruhe da. Natürlich auch Inspiration, ja, also nicht so, dass man Danke, einschlafen möchte, Inge, aber so das finde ich positiv. super nett, danke. Aber mir ist mit dir auch genauso gegangen, das war auch der Grund. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Weil da warst du auf dem Kongress, oder, ja, genau. Und ich bin ein paar Mal bei dir vorbeigelaufen und denke mir, na, das ist eine interessante Person, mit der muss ich unbedingt sprechen. Ja. Ja, So genau. haben wir uns Ich kennengelernt. weiß noch, ich habe dann am nächsten Tag im Auto schon deine CDs im Auto gehabt Ja. und habe schon reingehört und habe schon, ich musste ja dann sagen, wie ich sie finde und so, ne, und wie sie mich erreichen. Und ja, du bist ja in der, also die dich kennen, würden dich ja beschreiben, zumindest mir gegenüber sagen die Menschen das. Ist das nicht der mit den wunderschönen Augen und der richtig tollen Stimme? Ja. Oh, danke Das ist schön. ja das, was mir so am meisten zugetragen wurde, wenn ich deinen Namen erwähne. Ah, ist das nicht der? Ja, das ist der, ne? Das heißt, deine Augen sieht man jetzt bei dem Licht leider nicht so gut. Er hat wunderschöne blaue Augen an alle, die sind, für alle, die es interessiert. Aber deine Stimme kann man hören und mit der Stimme machst du ja auch sehr viel. Ne? Und ich weiß, du hast auch mit deiner Stimme ein Stück weit gearbeitet, also die so. So stimmlich, jetzt muss ich schlucken, so stimmlich geübt, damit du einfach noch mal mehr Schwingung in die Stimme bringen kannst. Was war denn da für dich das interessanteste Erlebnis? Weil
Ich stelle mir vor, wenn wir mit unserer Stimme arbeiten, arbeiten wir ja auch wieder mit unserem ganzen Sein, oder? Wie hast du das denn erlebt, so diese Techniken anzuwenden und was macht das mit dir? Ja, also ich finde ja unsere Stimme, dass das ganz was Wichtiges ist. Also genauso wie unser Erscheinungsbild, ja, was wir nach außen tragen, ist natürlich auch unsere Stimme ganz, ganz wichtig. Und ich habe halt vor ein bisschen über 20 Jahren begonnen, Meditationen anzuleiten. Und da hatte ich damals schon Komplimente bekommen. Ja, du hast da eine schöne Stimme, da kann man gut einschlafen dabei und so weiter. Das hat mich einfach nicht bestärkt, da weiter zu tun. Und dann, nach ein paar Jahren, habe ich dann Sprechunterricht genommen. Und ich hatte einen fantastischen Lehrer, einen Zillertaler. Also, der lebt in Wien und der ist da auch Radiomoderator und Sänger. Er hat eine fantastische Stimme und ist ein irrsinnig lieber Mensch und ein ganz toller Lehrer. Und bei dem habe ich 2 Jahre lang Unterricht genossen. Bin da am Anfang jede Woche hingegangen, das erste Jahr. Und dann sind die Intervalle ein bisschen länger geworden. Und bei dem habe ich eigentlich erst so richtig sprechen gelernt. Also auch Hochdeutsch, das konnte ich vorher nicht. Ich bin am Land aufgewachsen du kannst dir vorstellen, wie das klingt, wenn jemand, der nicht Hochdeutsch sprechen kann, ja, das halt tut. Und genauso ging es mir damals. Und da habe ich dann eigentlich erst gelernt, ja, wie artikuliert man Wörter und Silben und so weiter. Und jetzt erzähle ich einen Schwank aus der Zeit. Sehr gerne. Ja. Der Günther heißt der Lehrer und er war wirklich ein ganz lieber. Und das hat immer ungefähr den gleichen Ablauf gehabt. Ich bin zu ihm hin und war gut vorbereitet. Ich habe mir irgendwas als Hausübung, ja, einen Text gut bearbeitet und eingeübt und so. Und das habe ich ihm am Anfang immer dann vorgetragen. Und seine Reaktion war eigentlich immer die gleiche. Er hat gesagt: Fantastisch. Also du machst das so großartig. Wirklich erst allererste Klasse. Ich weiß ja nicht, wieso du überhaupt zu mir kommst. Also das ist allerhöchstes Niveau. Also gratuliere dazu. Und mein Ego ist natürlich hochgefahren und sage, ich habe mich so gefreut. Und dann hat er gesagt, also eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, aber jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit. Und bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt Jammern auf höchstem Niveau. Ich muss dir ja was sagen, weil du kommst ja zu mir und zahlst mich ja dafür. Also wirklich nur eine Kleinigkeit. Und dann hat er eigentlich alles zerlegt. Also hat überhaupt nichts mehr gestimmt. Also Wow. jede Silbe, jedes Wort, jeder Satz, jede Betonung, alles hat. So haben wir dann dran gearbeitet, ja. Und dann ist mein Ego wieder runtergekommen auf den Boden der Realität. Und das war auch dann lustig gemeinsam, ja. Und ja, von dem habe ich sehr viel gelernt. Also auch, ja, wie man Töne produziert und ja, wie man artikuliert und so weiter. Sehr schön. Und ich komme nochmal auf meine Frage zurück. Das macht schon was mit deinem ganzen Wesen, oder? Wenn du an der Stimme arbeitest. Also jetzt hast du ja, bei dir war es ja dann noch mehr, ne? Wenn du auch in der Ausdrucksweise gearbeitet hast, das ist ja ein Riesenpaket dann, stelle ich mir vor. Und du hast schon mit einer guten Stimme gestartet, natürlich. Das ist mir auch bewusst. Aber hast du auch gemerkt, wie dann Themen da waren, präsent waren. Ich denke jetzt zum Beispiel an Selbstwert, an gehört werden, gesehen werden, dass das nochmal eine andere Tiefe bekommen hat in deinem Leben. Oder hast du das damals nicht so bewusst erlebt? Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil das hat mir mein Lehrer, der Günther, in der ersten Stunde erklärt. Er hat gesagt, wenn du deine Stimme entwickelst, dann wirst du gehört und dann brauchst du einen anderen Selbstwert, weil wenn du gehört wirst, also wenn du gehört wirst, dann laufst du auch Gefahr, dass du kritisiert wirst für das, was du sagst. Wow. Und deswegen wollen die meisten Menschen die Stimme nicht erheben, weil halt Angst da ist, ja, dann kann sein, dass da irgendjemand auch was dagegen sagt oder zurückschießt. Und das hat mir in diesen 2 Jahren extrem gut getan, also meinem Selbstwert gut getan, meine Stimme zu entwickeln und mich dann auch hinzustellen und etwas sagen zu trauen. Ja, also ich habe dadurch Mut entwickelt sozusagen. Das Spannend. glaube ich eben. Nicht So. schön, weil ich hatte mal Gesangsunterricht in der Schulzeit noch. Und ich will ehrlich sein, ich habe es nicht so gemocht, weil es mich so mit meinen Unsicherheiten konfrontiert hat, ja. Und ich weiß noch, dann hat meine Lehrerin gesagt, ich soll irgendwie so Juhu laut, ne, rufen und ich soll mir vorstellen, am anderen Ende vom Autoparkplatz, da steht jemand und dem will ich was sagen und den will ich erreichen. Und ich bin so in mich zusammengeschrumpft und habe gedacht, oh, dann hört mich halt niemand, ich kann das nicht, ich will das nicht, ja. Also da war ich so stark in der Unsicherheit und hatte auch eine sehr, sehr leise Stimme.
Und das hat mich damals, ich weiß nicht, wie lange ich gegangen bin, wahrscheinlich auch so 2 Jahre, hat mir sehr gut getan natürlich. Aber ich wollte es nicht unbedingt und ich wollte auf keinen Fall Sängerin werden, will ich auch jetzt nicht, sondern es ging wirklich um die Entwicklung der Stimme, weil das meine Musiklehrerin damals in der Schule gemeint hat, dass meine Stimmbänder nicht richtig schließen und dass es gut wäre, daran zu arbeiten, frühzeitig. Ich glaube im Nachhinein, dass das einfach ein Zeichen meiner Unsicherheit und Schüchternheit war. Aber natürlich war das ja egal, weil es hat sich ja trotzdem dann, ne, gelöst durch den Unterricht. Und du erzählst so ein bisschen, so verstehe ich es auch, ein bisschen ähnlich, dass es dich schon auch genau mutiger gemacht hat, ne? Und präsenter in dir wahrscheinlich, weil die Stimme ist ja auch so was höchst Individuelles. Und ich liebe es ja auch, wenn wer schöne Stimmen hat. Also seit der Kindheit bin ich ein Freak, was Hörbücher angeht. Ich liebe das, wenn jemand schön sprechen kann. Und ich liebe es, da zuzuhören. Und es ist mir dann fast egal, was derjenige spricht, weil einfach die Schwingung der Stimme so wohltuend ist. Sehr, sehr interessant. Und ich finde es halt auch schön, ne? Wer mich kennt, weiß das. Ich finde es immer schön, wenn wir auch immer weiter lernen und uns immer weiterentwickeln. Und da bist du ja auch für mich ein Paradebeispiel. Deswegen finde ich es einfach auch schön, dass du sagst, okay, ich habe schon eine gute Stimme, ich kriege schon Komplimente und ich gehe trotzdem dahin und lerne noch besser zu werden. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Seminar, eine Präsenzausbildung Medialität und ich habe der Gruppe erzählt, dass ich in einen Rhetorikclub gehe. Ja? Cool. Und war ich auch eine Zeit lang, hat dann durch Lockdown habe ich dann aufgehört, weil das per Zoom für mich nicht mehr funktioniert hat. Aber da haben wir nur 5 Minuten Reden gehalten, ja. Und ich war so aufgeregt immer. Und meine Gruppe hat dann gesagt, ja, was willst du denn dort lernen? Du kannst das ja schon. Und ich habe gesagt, ja, ich will lernen, von Menschen zu sprechen, woraufhin alle einen Lachkrampf bekommen haben, weil ich saß ja gerade vor der Gruppe und sprach zu Menschen. Ja? Und einer hat dann gesagt, ja, wird aber auch Zeit, dass du dich das mal traust, ja. Und aber für mich war das auch nie ein Widerspruch, ja, weil man kann ja immer besser werden und mir war es wichtig und mir ist es wichtig, dass ich mit meiner Stimme und dem Inhalt natürlich vor allem Menschen erreichen kann. Und wenn man da etwas weniger aufgeregt ist und sich etwas wohler fühlt dabei, dann kann man natürlich viel mehr erreichen. Ja, du hast mir ja gleich beim Kennenlernen von CDs, ich sag's es, ich hoffe, dass das okay ist, wenn ich sage, du hast mir gleich einen Sehr Stapel gerne, CDs geschenkt. Also bitte nicht jeder erwarten, der gerade über den Weg läuft, dass ich einen Stapel CDs geschenkt bekommt. Ja, aber ich bin gerne großzügig, ja. genau, du bist ein sehr großzügiger Mensch. Also ich habe deinen großen Stapel gleich geschenkt bekommen, was ich sehr, sehr schön fand und sehr besonders und mich sehr gefreut habe. Und du hast mir auch, ich glaube, im Schenkprozess war das noch, hast du mir schon erzählt, bei der CD war das und da haben wir das versucht und da haben wir den Aspekt reingebracht in die Musik und das. Und du hast so gestrahlt und warst so glücklich in dem Moment, dass ich mir dachte, das finde ich jetzt echt cool. Das ist jemand, der brennt für seine Arbeit, das ist wirklich ein Musiker, das ist wirklich ein kreativer Mensch. Und das schätze ich einfach so sehr, wenn Menschen lebendig sind und begeistert in Bezug auf ihre eigene Arbeit und wenn Menschen Kreativität in ihre Arbeit bringen. Und das ist so ein Feuer der Lebendigkeit, das dann reinkommt, ne? Und das natürlich zusammen mit deiner Ruhe und Gelassenheit, die du auch ausstrahlst, finde ich einmal eine tolle Kombination. Und jetzt ist meine nächste Frage, wie bist du denn da zur Musik gekommen oder wie bist du denn überhaupt auf deinen Weg gekommen? Weil du hast ja schon angedeutet, es war jahrzehntelang sogar schwer beruflich für dich und frustrierend, weil es nicht gepasst hat. Und die Musik muss ja dann irgendwie nochmal so einen Klick gemacht haben, oder? War das der Öffner oder war das was anderes? Wie war das denn bei dir? Ja, also die Frage ist, finde ich jetzt sehr spannend, weil das wirklich aus meiner Sicht eine sehr spannende Geschichte. Der Grund, warum ich nicht wusste, was ich tun soll, war eigentlich, dass ich total unzufrieden war und auch, ja, also ich habe mir eigentlich immer dieses Konzept, habe ich furchtbar gefunden, du machst eine Schule, eine Ausbildung und dann arbeitest du 40 Jahre und dann gehst du in Pension und kannst vielleicht 20 Jahre das noch genießen. Also das als Lebenskonzept, da habe ich mir immer gedacht, da ist was faul dran. Also das ist nicht natürlich oder ist nicht menschlich. Und insofern habe ich da auch drunter gelitten oder
habe dann nie angestrebt, eine Karriere zu machen. Also was ich halt oft gemacht habe, ich bin so immer auf der Suche gewesen und war sehr oft in Indien, war da oft, ich habe dort auch Yogalehrerausbildung gemacht und war dort, bin viel herumgereist, war aber immer wieder in einem Ashram, da bin ich immer wieder zurückgekehrt und habe dort so wochenlang meditiert eigentlich. Ich habe damals meinen ganzen Urlaub immer investiert für meine Indienreisen. Und in diesem Ashram, das war der Ashram von Sai Baba, der ist bekannt eigentlich gewesen dafür, ist leider schon gestorben. Der hat Dinge materialisiert aus seinen Fingern. Das sind wirklich, das hat man zuschauen können, Sachen entstanden in seinen Fingern. Ich habe sogar noch etwas zu Hause, was er materialisiert hat damals. Ja. Wow, Wenn du Wahnsinn. mal wieder zu uns kommst, kann ich dir das Ja, gerne oh, sehr zeigen. gerne, sehr gerne. Ja. Und ich glaube, er hat mich damals auch ausgebildet in diesen vielen Jahren, wo ich da immer wieder mal hingekommen bin und mich auch dadurch gereinigt habe. Und diese Intervalle, die sind immer kürzer geworden. Das erste Mal war ich 3 Wochen dort und dann das letzte Mal war ich nur mehr 2 Tage dort. Und ich habe dann immer gespürt, ja, jetzt sind meine Prozesse zu Ende und jetzt kann ich weiterziehen. Und damals war das so, ich bin gerade kurz vor meinem 40. Geburtstag gewesen. Und ich bin dort angekommen im Ashram und es war ganz furchtbar. Ich habe dort die furchtbarste Woche in meinem Leben verbracht, weil ich habe so eine Midlife-Krise gekriegt. Ich habe vorher nicht, also das nicht gekannt, habe eigentlich milde gelächelt zu Menschen, die sowas hatten. Und da hat es mich voll erwischt. Ich habe halt so mein Leben reflektiert und bin halt drauf gekommen. Ich habe überhaupt noch nichts wirklich auf die Reihe gekriegt in meinem Leben. Und auch nicht gewusst, was ich anfangen soll mit meinem Leben. Und alle anderen Probleme, die ich so weggedrückt habe, sind auch so alle gleichzeitig auf mich zu. Oh nein, also richtig in your face. Ja, genau. Und Ah, Mist. du hast ja dort nichts zu tun, weil Ja, du eben. dich ablenken kannst. Du sitzt den ganzen Tag und meditierst im Tempel. Und nach ein paar Tagen, ich habe mir gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Ich fahre weiter nach Goa, ich lasse es da sein, lege mich dort in die Sonne, mache Party. Die anderen machen das ja auch. Das habe ich dann nicht gemacht, weil du kannst eh nicht davonlaufen von dir. Und das Interessante war, am 8. Tag, das war dann ein Sonntag, da war es vorüber. Und ich habe das gemerkt beim Aufwachen, wenn man so hinspürt und wach wird, ich habe schon gespürt, alles ist vorbei. Also alle Probleme sind gelöst. Ich bin da irgendwie durchgegangen und wie durch Zauberhand war das weg. Und ich habe mich so glücklich gefühlt. Also wirklich so aus tiefstem Herzen und sage, alles ist gut. Ich habe jetzt so diese Probleme, mit denen ich zu tun hatte, die ganze Woche, das war irgendwie überhaupt kein Thema mehr. Und ich war total befreit und ich war wirklich glücklich. Und dann habe ich auch gewusst, so jetzt kann ich wieder weiterziehen. Also jetzt, ja, bin ich Abgeschlossen, ne? fertig. So. Aber ich bin geblieben, weil nämlich am Mittwoch, also das war der Sonntag, und am Mittwoch ist ein Freund von mir dann nachgekommen, da habe ich gesagt, der wollte den Ashram auch sehen. Und ich habe gesagt, ja, ich hole dich vom Flughafen ab in Bangalore, das ist eine Riesenstadt im Süden von Indien. Und der ist am Mittwoch angekommen. Und jetzt bin ich da von Sonntag bis Mittwoch noch dort geblieben. Und dort hatte ich ein paar sehr schräge Erlebnisse, ein paar sehr schräge Erfahrungen, wo sich für Augenblicke in meinem Sein, die aber dann wirklich auch in meiner Empfindung lang gedauert haben, so etwas wie andere Dimensionen geöffnet haben und ich habe Informationen bekommen. Die mich selbst betreffen und mein eigenes Sein betreffen, mein Leben, meine Zukunft betreffen. Und unter anderem die Idee, ich möge doch Entspannungsmusik produzieren und selber Meditationen aufnehmen. Ich hatte bis dahin immer nur Gruppenmeditationen angeleitet und war damals immer auf der Suche nach einer guten Musik, die man da verwenden kann. Weil, und ja, und das war damals ja gar nicht so einfach. Da gab es ja noch kein YouTube. Da musste man in einen Plattenladen gehen und sich da durchhören und so weiter. Insofern war das immer ein Thema bei mir, gute Musik zu bekommen. Und da war dann auf einmal die Idee da, selber Musik zu produzieren und die Meditationen auch aufzunehmen, also CDs zu produzieren. Zufällig war da der Oliver, der danach gekommen ist am Mittwoch, der war ein Oliver war das. Musiker, ja, und hat ein, kennst du den Oliver? Ja. Von deinen Erzählungen, Ja, ja. und der hatte ein Musikstudio damals und der ist angekommen am Flughafen. Ich habe ihn abgeholt und gesagt, hallo Oliver, schön, dass du da bist. Du, ich hätte einen Job für dich, hast du Lust? Ja. Dann habe ich ihm das Ganze erzählt und er gesagt, ja, probieren wir es. Und da haben wir dann die ersten CDs aufgenommen, also die ersten Produktionen gemacht und dann haben wir auch die erste wirkliche CD gepresst. Und das war von Anfang an gleich der Renner, also war total erfolgreich.
Wir haben im ersten Jahr 4 CDs verkauft, ja, und hatten 60 Euro verdient. Ja, genau. Der Oliver ist mittlerweile nicht mehr im Team, der hat sein Studio verkauft und wir haben jetzt selber hier, wir senden ja eh aus dem Studio bei uns in der Neurotunes Akademie und ich arbeite jetzt mit einem zweiten Musikproduzenten zusammen, mit dem Alexander Besterreimer. Der hat noch selber auch noch ein Studio und produzieren jetzt, sind das jedes Jahr 5, 6, 7 CD-Produktionen machen wir. Eben, ne? Da kommt eine Richtig. Menge immer. Ne? Und ihr habt ja dann auch, was ich auch so toll fand, ihr habt ja dann auch den Schritt gemacht von rein das Angebot auf CDs, die übrigens auch wunderschön aussehen vom Cover, ja. Also wer darauf Wert legt, das ist auch abgedeckt. Aber dass ihr auch, ne, dass man sogar, glaube ich, USB-Sticks bei dir jetzt kaufen kann oder Downloads und alles. Also ihr seid da komplett auch mitgegangen, ne? Für es gibt Ja, ja ne, einige Menschen, die keinen CD-Player mehr haben, ganz einfach, ne? ja, mittlerweile sind das viel. Ja. Also, Ja. wir verkaufen immer noch viele CDs, Okay. weil die Datenqualität auf einer CD ungefähr 10-mal so groß ist wie auf einem MP3. Nein, wirklich. Ja, und Oh, eine das ist MP3 ist sehr interessant. reduziert. Ja, das hat halt den Vorteil, du kannst das halt verschicken oder runterladen und so weiter. Und die Dateigröße von einer CD ist halt sehr unhandlich. Und insofern ist eine MP3 sehr viel bequemer. Aber viele sagen halt, ich möchte wirklich die volle Datenqualität haben und deswegen verkaufen wir immer noch sehr viele CDs. Das finde ich Aber super, dass du das sagst, weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, das finde ich richtig toll. ungefähr ein Drittel von all unseren Webshop-Kunden kaufen immer noch eine CD. Also wir verschicken das gerne und wenn man bei uns eine CD kauft, dann bekommt man gleichzeitig auch einen Download-Link, wo man diese MP3s, Okay, ja, sehr oder cool. kauft sich eben nur die MP3 und wir haben auch eine eigene App entwickeln lassen, die Neurot Wirklich? App, ja, die gibt es bei uns auf der Website und die ist kostenfrei. Da sind gleich ein paar kostenfreie Meditationen auch drinnen. Und alles, was man je kauft bei uns, hat man dann sozusagen in dieser App organisiert drinnen, sein ganzes Leben sozusagen. Auch wenn man mal das Handy Super. wechselt, hat man das dann trotzdem drin. Finde ich super praktisch. Toll. Ja, danke auch, dass du das sagst. Das wusste ich jetzt auch nicht. Sehr gut. Das ist sicher für Ich viele helfe dir gern, interessant das zu zu hören. installieren, wenn du das magst. Bitte? Ich helfe dir gern, das zu installieren, wenn du Ich das hoffe, möchtest. das kriege ich hin. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, das finde ich natürlich, na klar, als Medium finde ich diesen Moment besonders interessant, wo du sagst, da hat sich zwischendurch was geöffnet, so in kleinen Momenten, und dann kam Klarheit, dann kamen Informationen, wahrscheinlich Bilder. Und was ich so spannend finde an der Geschichte ist, zuerst, ne, war alles ganz schrecklich, ne, was du erzählt hast. Dann, okay, abgeschlossen, ich bin durch, super, ich kann jetzt eigentlich heimfahren. Dann bleibst du noch und dann passiert's. Und das ist es, glaube ich, was so viele Menschen dann nicht machen. Wer weiß, vielleicht du nicht gemacht hättest, vielleicht ich nicht gemacht hätte. Also bei dir, ne, wenn der Freund nicht gekommen wäre, dass man dann bleibt, wenn man so das Gefühl hat, so das Gröbste ist geschafft. Und dann verweilen, weil sich dann nochmal ganz andere Welten auftun. Das finde ich sehr, sehr schön an deiner Geschichte. Toll. Und ich bin jetzt, ne, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade heilfroh, dass ich diese Botschaft nicht bekommen hätte. Ich bin komplett überfordert gewesen. Ja, ich damals auch. Ja. Ja, das glaube ich eh. Ja, gut, ich war mit meiner Medialität auch überfordert, natürlich am Anfang. Also das gehört auch irgendwie dazu. Ne? Aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, puh, ja, und Studio und wie du sagst, ne, Musik. Und da gibt es so viele Aspekte, die man auch überhaupt erstmal erkennen, lernen muss und den Umgang damit. Es Was gibt einen würdest sehr du? schönen Spruch vom Søren Kierkegaard, wahrscheinlich kennst du den eh und mir gefällt das sehr gut. Der sagt, das Leben kann nur in der Rückschau verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Ja. Dann weißt halt nicht, was dich erwartet oder wie das weitergeht Genau. und so weiter. Und manchmal denke ich mir, das ist auch ganz gut so, dass man es nicht vorher weiß. Ja, das ist oft ganz gut so. Und auch manchmal denke ich mir, vieles verstehe ich auch noch nicht. Und für Nur bin mich ich war froh, dass das. ich nicht der Einzige bin. Und weißt du was? Ich habe dann, ne, weil ich habe nach dem auch oft gelebt und nach dem Spruch, und ich habe dann bemerkt, mir tut es gut, dass ich damit Frieden schließe, dass ich mir sage, ich muss es auch nicht in dem Leben verstehen und ich muss es auch gar nie verstehen. Ich lebe es einfach. Ja? Manches zeigt sich mir irgendwann, zeitnah oder später.
und vieles auch nicht. Und ich habe dann durch diese Entscheidung aufgehört, zu verstehen zu wollen und zu suchen und auch aufgehört, immer wieder in die Vergangenheit so, ne, übermäßig zu schauen, weil ich glaube, dass wir uns da auch manchmal im Weg stehen können damit. Was würdest du denn sagen? Du hast ja von deinen CDs, ich kenne nicht alle, aber ich weiß, du hast da auch ein breites Spektrum. Also vom Ho'oponopono bis hin zu Nullpunkt Energie und oder reine Entspannungsmusik. Also du hast ja oft also ne, auch nur die Musik oder auch dann mit deiner schönen gesprochenen Stimme. Was würdest du denn sagen? Und das ist jetzt eine super schwer zu beantwortende Frage, das ist mir bewusst. Ich will sie trotzdem stellen. Was würdest du denn sagen, welche Art von Mensch profitiert von deinen CDs? Was muss da im Menschen sein, dass du sagst, ja, da würde ich sagen, hör mal rein. Naja, da haben wir eine Bandbreite. Also, Eben. so ein großer Benefit, wenn man so eine Übung macht, ist, dass man sich einmal entspannen kann. Und das ist in der heutigen Zeit bei vielen Menschen schon ein Thema. Die kommen nicht mehr so gut runter, können nicht mehr so gut schlafen. Und für die haben wir auch einige Programme gemacht, wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training oder eine reine nur Entspannungsmusik, die einfach da ist zum Runterkommen. Und dann gibt es halt eine andere Kategorie, wo wir dann CDs gemacht haben mit Meditationen, die zur Problemlösung da sind. Also zum Beispiel haben wir gemacht eine Aktivierung innerer Selbstheilungskräfte oder eine CD zur Heilung der Verdauungsorgane und so weiter, so in Richtung Reizdarmsyndrom. Oder wir haben eine CD gemacht zur Schmerztherapie, weil Schmerzen ja nicht skalierbar sind. Das ist bei jedem Menschen anders und auch beim Individuum ist das anders. An einem Tag bin ich empfindlich, am nächsten Tag nicht so. Und das heißt, man kann mit Gedanken, mit mentalen Kräften da einwirken drauf und sozusagen kann das sehr unterstützend in der Schmerztherapie sein. Also so Problemlöser-CDs haben wir auch einige. Und dann gibt es da das große Feld von CDs, die eigentlich meine Lieblings-CDs sind. Das sind die spirituellen. Ja, und da haben wir halt eine ganz große Bandbreite von Angeboten von, würde ich sagen, jetzt sehr spirituellen Meditationen. Eine hast du schon angesprochen, diese Nullpunkt-Erfahrung, so also die Zero-Point-Adventure. Da habe ich versucht, dann diese Erfahrung, die ich dir vorher erzählt habe, die ich da in Indien gemacht habe, das nachzubilden in einer Meditation. Und das ist auch oft Seminarthema bei uns, wo ich dann genau erkläre, wie fühlt sich das an, wie spürt sich das an oder wie fühlt man sich, wenn man in so einem Zustand ist? Wobei das unbeschreiblich ist in Wahrheit, aber diese CD hilft, wenn man das immer wieder macht, dann kann sein, dass man eben auch so eine Erfahrung hat, die ich da gemacht habe. Oder eine CD, die ich auch wundervoll finde, heißt Das innere Licht, wo man versucht, die eigene Frequenz zu steigern und dann nimmt man das eben auch als Licht wahr. Und diese CD ist auch so toll für das Selbstvertrauen oder für das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Ich bin ein Mensch und es ist alles so, wie es sein soll. Und ich kann alles aus der Kraft von innen heraus schaffen, also mein ganzes Leben. Und also diese CD ist sehr beruhigend, das innere Licht. Und dann gibt es noch zum Beispiel eine. Die haben wir heuer erst gemacht, da geht es darum, eine außerkörperliche Erfahrung zu erwirken. Und wir alle haben ja die Erfahrung, wenn wir sterben, dass wir aus dem Körper rausgehen, so diese Wesenheit dann übrig bleibt. Und das kann man natürlich üben auch. Es gibt viele Menschen, die haben das spontan, oft in Extremsituationen. Also von gebärenden Müttern ist das oft dokumentiert. Die haben dann das Gefühl, sie steigen aus und schauen sich von oben selber zu, wie sie das Kind gebären, oder von Menschen, die Operationen gerade haben. Die sehen dann sich selbst auf dem OP-Tisch liegen und das Chirurgenteam rundherum. Und auch von Männern in Kriegsgebieten während der Schlacht ist das auch oft dokumentiert. Oder natürlich auch von Nahtoderfahrungen, weiß man das auch. Und das ist eben eine CD, wo man geführt wird, zu versuchen, sich auf das feinstoffliche Wesen zu konzentrieren, den Körper legen wir schlafen und dann kann ich wirklich rausgehen. Dort kann ich dann auch viele Erfahrungen machen. Toll, Das ist toll. eben auch ein Programm. Also das haben wir heuer erst gemacht und jetzt kommt ein Scherz.
Im nächsten Jahr machen wir dann eine CD, wie ich dann wieder hineinkomme mit dem Körper. Ja, genau. Genau. Nein, das ist natürlich jetzt auch schon angeleitet. Ja. Zurück in den Körper. Wie komme ich wieder zurück? Ja, genau. Aber ich lache jetzt auch, aber ich kenne das Gefühl. Ne? Bei mir haben sich außerkörperliche Reisen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr früh eingestellt auf meinem spirituellen Weg, ohne Extremsituation in meinem Fall, sondern eher nach Heilsitzungen, beim Meditieren, so in die Richtung war das bei mir. Und mich hat es komplett überfordert. Und ich habe mir schon wirklich manchmal gedacht, so, und wie komme ich jetzt wieder in den Körper zurück? Ja, und ich habe auch meinen damaligen Freund geschult, was der zu tun hat, um mich zurückzuholen, wenn er merkt, ich komme nicht zurück. Also ich hatte vor allem Angst, wenn ich nicht allein reingehe, sondern wenn ich, ne, in einem Seminar bin, es wird eine Meditation angeleitet und da habe ich oft so stark reagiert, dass es mich einfach rauskatapultiert hat und ich dann wirklich oft so Momente hatte, des Stress und der Not, so wie komme ich denn wieder rein? Und wenn nicht, merkt es der Seminarleiter dann oder denkt er einfach, ich meditiere noch oder habe immer noch die Augen geschlossen. Und wenn er es merkt, kann er mir dann helfen, wieder zurückzufinden. Deswegen, ne, war für mich auf jeden Fall ein Thema. Aber ich finde es toll, dass ihr da auch was gemacht habt dazu, weil ich habe damals nicht nur wenig Hilfe bekommen, weil es halt niemand gemacht hat in meinem Umfeld. Also meine Lehrer, Heiler haben einfach gesagt, ne, keine Ahnung, kann ich dir nicht helfen. Und ich habe auch auf Wunsch, also nicht in Kursen, aber auf Wunsch, ein paar Mal probiert, jemandem zu helfen, diese Erfahrung zu machen und habe dabei immer vollständig versagt. Also das habe ich null hinbekommen. Was für mich einfach so leicht war, ne? Augen zu, setz den Fokus und draußen bin ich, ne? Und so, und wo bleibst du jetzt? Also ich konnte es nicht anleiten so richtig oder zumindest hat es nie funktioniert. Und ich muss auch sagen, der letzte Versuch ist wahrscheinlich schon an die 17 Jahre her oder so. Keine Ahnung, wie es jetzt wäre, aber ich habe deswegen da immer gesagt, so nein, da kann ich euch nicht helfen dabei. Aber das ist natürlich toll, wenn man das selbst auch üben und trainieren kann. Und da für sich herausfinden kann, wie es sich anfühlt. Und ich nehme an, eben in der CD, wie du gesagt hast, ne, du holst die Menschen auch wieder zurück. Ja, Das ist gut. ja. Das ist super. Was Ich wolltest finde das du? schon Ja. eine tolle Erfahrung, die sollte eigentlich jeder Mensch machen, weil die meisten Menschen identifizieren sich sehr mit ihrem eigenen Körper beziehungsweise mit der eigenen Vergangenheit, aber dass wir darüber hinaus etwas anderes sind, dann muss man sich auf die Suche machen. Und genauso wie du sagst, da gibt es eigentlich nicht viele Lehrer, wo man das lernen kann. Also ich war da einige Male im Monroe-Institut in den USA, also Robert Monroe, der hat ja sehr viel geforscht und hat auch mit Frequenzen gearbeitet, um eben das Gehirn so zu balancieren, dass das leichter fällt, rauszugehen. Und da sollen beide Gehirnhälften ein gleiches Aktivitätsniveau haben, also die sollen synchron sein. Das geht halt mit Frequenzen sehr, sehr gut. Ich selber zum ersten Mal draußen war, so richtig draußen, also sagen, ich bin jetzt hier und da drüben liegt mein Körper und ich habe meinen Körper gesehen. Ich hatte schlagartig sofort zwei Erkenntnisse. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber das war auf einmal so klar für mich. Die erste Erkenntnis war, die hat mich nicht überrascht, aber die war, dass es so etwas wie das Sterben überhaupt nicht gibt. Also ich weiß, ich habe sofort gewusst, ich war immer und ich werde immer sein. Das, was stirbt, ist der Körper, aber das hat mit mir nur bedingt etwas zu tun. Das war die erste Erkenntnis. Und die zweite, die hat mich dann überrascht, nämlich, ich konnte viel, viel klarer denken als mit dem Körper. Also ich hatte so ein reines, klares Bewusstsein, das habe ich noch nicht gekannt als Menschsein in meinem Körper drinnen. Und das habe ich dann sofort genossen, sagen, boah, ist das toll. Und so eine Erfahrung ist natürlich toll, wenn das jeder Mensch mal hat, ja, sich wahrzunehmen, ja, ich bin nicht der Körper, ich habe einen Körper, ich benutze den Körper, aber das bin ich nicht, ich bin ganz etwas anderes. Fällt mir sehr gut, ja. Ich habe mir jetzt natürlich gleich überlegt, wie war das denn bei mir? Ich glaube, das erste Mal hat mir eher Angst gemacht, weil da kam ich heim von der Heilsitzung und es hieß, ne, ruhig, ich habe mich hingelegt und plötzlich war ich aus dem Körper und das fand ich beängstigend. Und dann war es so, also meine Geschichte ist wirklich anders als deine diesbezüglich, viel, viel irdischer vielleicht, wenn man so will. Ich habe das damals meinem Heiler erzählt, ne? Und der, also wir hatten Telefonsitzungen, weil der im anderen Land war oder ist. Und der hat dann gesagt, na gut, wenn du das kannst, dann komm mal zu mir und beschreib mir den Raum, in dem ich bin. Ne?
Also ganz easy. Cool. Und Ja. ich so, oh mein Gott, das kann ich ja nicht. Ja, und er, jetzt probier es halt, ne? Schau mal, ich bin da, wo bin ich gerade? Was siehst du? Während des Telefonats habt ihr das. Und ich so, okay, ich probiere es halt und habe halt dann den Raum beschrieben. Und dann waren wir beide mal einen Moment still, weil es war halt so, ja. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll und habe es auch nicht weiterverfolgt, offensichtlich, aber es funktioniert. Das stimmt nicht. Ich habe schon einen Umgang damit gefunden. Das ist so lange her, weißt du. Es gab dann natürlich auch so witzige Momente, ne, wo ich mit einer Freundin telefoniere und sage so, oh, ich muss jetzt in die Apotheke und ich finde meinen weißen Mantel nirgends. Und dann hält sie kurz inne und sagt, aber komm jetzt nicht zu mir und schau nach, wo er ist. Ich habe nicht aufgeräumt. Also, ja, also wo ich dann gedacht habe, wow, die, ne, also die nehmen das, die Menschen nehmen das gleich so an von mir. Ja, also diese eine Sache, bei der Medialität war das vielleicht ein bisschen was anderes, weiß ich nicht, egal, aber in dieser einen Sache auf jeden Fall hat das jeder sofort zu 100% so als wahr angenommen, wenn ich das gesagt habe. Und ich glaube, für mich die wichtigsten Erkenntnisse von diesen Erfahrungen waren, da gibt es einen Ort, wo alles heil ist, wo ich immer zurückkehren kann, wo ich immer hin kann. Weil ich habe oft darunter gelitten, dass die Welt zu grob ist. Ja, also ich mag das Grobe nicht, ich mag Gewalt, Lügen nicht, ich mag nicht, ja, wenn wir nicht achtsam miteinander umgehen, na, nicht, dass ich es 100% immer hinkriege, wie ich will, aber so vom Prinzip her. Und dass einfach viel Leid ist auf der Welt. Es war für mich sehr lange Zeit sehr, sehr schwer, mit diesem Wissen zu leben. Und wenn ich da hingegangen bin, da war immer alles gut. Das war eine Welt für mich immer, und es ist jetzt noch, und ist auch ähnlich mit der Medialität natürlich, da gibt es jetzt Überschneidungen, wo einfach immer alles gut ist, wo es keine Missverständnisse gibt, wo einfach die Energie der Liebe vorherrschend ist. Und ich hab auch gerne Reisen bei Nacht gemacht, habe mir Länder von oben angeschaut mit den Lichtern. Und das hat mich oft beruhigt und hat mich nochmal in eine ganz andere Schwingung gebracht, außerhalb von diesen, ich sag jetzt mal, menschlichen Herausforderungen, die man einfach so hat, sondern einfach nochmal so ein Stück weit auch Magie in mein Leben gebracht und Schönheit und Einheit und ja, dieses alles ist gut Gefühl und dass es immer da ist für mich, ne? Weil wir wissen ja, wir brauchen kein Werkzeug dazu, ja, wir brauchen uns selbst und können uns schon machen und da kann man sehr schnell reinfinden, oder zumindest bei mir war es so. Also ich brauche nicht eine Stunde Atemübungen oder Meditation oder so, sondern es kann sehr, sehr schnell gehen. Und schon habe ich das und alles in mir entspannt sich. Und ich kann dahin reisen, wo ich hinreisen will, mir alles die Welt von oben anschauen sozusagen. Und das ist einfach was Magisches, was sehr Schönes, Besonderes. Aber ich glaube, ich hatte keine Erkenntnisse, wie du es jetzt erzählst, auf mein Leben bezogen oder auf mein Denken und meine Endlichkeit bezogen. Das ist interessant, so unterschiedlich. Ja. Schön, dass wir uns darüber unterhalten. Das wusste ich gar nicht von dir. Ich finde es auch schön. Ich finde es auch schön. Ich glaube, es ist auch interessant für unsere Zuschauer, da mal ein bisschen was drüber zu hören, weil, ne, wer Erfahrungen hat oder noch nicht hat, zu sehen, wie unterschiedlich es sein kann. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, darüber haben wir nie gesprochen, ne, bisher. Vor der Kamera ist es das erste Mal. Das ist doch Ja, auch. und es ist schon auch schwierig. Also so wie du gesagt hast, dass du am Anfang irritiert warst und nicht wusstest, was das ist und so. Das ist ja, weil man das nicht erfährt von niemandem, ja, weil Ja. die meisten keine Ahnung haben, was da passiert und so weiter. Ich habe eine liebe Freundin und der ist mal passiert, sie ist auf der Autobahn gefahren, ihr kleines Kind hinten am Rücksitz und sie hatte auf einmal war sie draußen auf dem Körper und hat einige Meter über dem Auto geschwebt, ja. Das sozusagen führerlos, ihr Körper sitzt zwar drin und dann hat sie natürlich die Panik bekommen. Ja, und da ein bisschen Bescheid zu wissen, was macht man in so einem Fall und wie kommt man schnell wieder rein und so weiter. Und was ist das überhaupt? Das Ja. ist dann schon eine große Hilfe auch. Ne? Ja, weil, wie ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ich habe mich damals schon an Menschen gewandt und die konnten mir einfach nicht helfen. Und manchmal war es sogar so, dass ich gemerkt habe, na, die würden das gerne auch können. Und
schauen dann so mit ein bisschen Neid auf mich. Und das ist natürlich dann gar nicht hilfreich. Ja, am meisten haben mir die Menschen geholfen, die jetzt so unter Anführungszeichen unspirituell waren, weil die es einfach sehr pragmatisch gesehen haben. Ja, und dann konnte ich da meinen Weg drin finden. Aber es gibt wirklich, glaube ich, sehr viele Menschen, die den Wunsch danach haben. Aber wie du sagst, es gibt fast keine Lehrer. Ich kenne niemanden, der das wirklich unterrichtet, der wirklich versiert ist drinnen, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und das ist vielleicht was, was noch kommen wird in unserer Welt. Ja? Und vielleicht seid ihr die Vorreiter mit eurer Aufnahme. Vielleicht öffnet ihr jetzt so hier einen neuen Bereich in der Spiritualität und da entwickelt sich dann sehr, sehr viel draus. Würde ich auch sehr schön finden. Ich habe noch eine seltsame Frage. Und Ganz. zwar, also ne, offensichtlich haben wir schon erwähnt, wir haben uns auf einem spirituellen Kongress kennengelernt. Karl ist spirituell, ich bin spirituell, das wissen wir schon. Aber ich sehe dich ja als einen Menschen, der sehr anders ist als ich. Auch wenn wir uns gut verstehen. Aber du bist für mich also komplett extrovertiert und ich bin halt sehr introvertiert. Ne? Du Du hast bist gerne introvertiert, wirklich? komplett, weißt du nicht, ne? So hätte ich dich nicht wahrgenommen. Ja, das sagen viele Menschen. Aber ich muss immer sehr genau schauen, ne? Wie viel Zeit verbringe ich unter Menschen und brauche sehr viel Zeit für mich alleine und lebe auch so ein bisschen eremitisch, sage ich immer. Ja, also ich habe wenig soziale Kontakte außerhalb vom Internet, weil mich das einfach Kraft kostet. Ja, ich genieße es, aber es nimmt mir Kraft. Und jetzt komme ich von der Seite der Medialität, du kommst von der Seite, von der indischen Seite, Sai Baba-Seite und auch von der Musik. Was haben wir denn überhaupt gemeinsam, außer der Spiritualität? Das sollte ich eigentlich dich fragen. Du hast eine spirituelle Anbindung. Du doch auch. Nein, ich habe mir das heute wirklich gefragt. Ich weiß, dass es eine seltsame Frage ist. Ich habe mich das heute wirklich gefragt, weil ich glaube, dass wir in vielen Bereichen so unterschiedlich sind. Und da hat es mich interessiert, wie du es siehst. Und ich sage dann auch, wie ich es sehe, okay? Hast du da eine Antwort drauf? Weil ich weiß, das kommt jetzt auch aus heiterem Himmel. Ja. Das, was mir gleich einfällt, ist, es gibt schon viele Gemeinsamkeiten auch. Ja? Also diese Anbindung, so wie du selber gerade gesagt hast, ja, und das, was du gerade beschrieben hast, dass Menschen dir Kraft kosten, das kenne ich auch. Also ich bin zwar dauernd mit Menschen, ich halte eigentlich in der Woche 3, 4 Seminartage, manchmal 5, ja. Und ich merke dann, wie ich total energieleer bin, weil mich das wirklich viel Kraft kostet. Den Seminaren gebe ich das auch gern. Aber ich brauche dann wieder Zeit, wo ich nur für mich bin, damit da wieder Energie nachfließen kann. Also das kenne ich schon auch. Aber so wie ich das sehe, sind wir beide Touristen hier auf der Erde als Mensch. Ja, schauen uns das eine Zeit lang an. Vielleicht lernen wir etwas über die Menschen oder über diese Ebene hier. Und umgekehrt können wir wahrscheinlich von unserem Wissen, das wir auch mitgebracht haben, oder dass wir zur Verfügung haben, aufgrund der Anbindung auch anderen in gewisser Weise weiterhelfen. Ja, also ich würde schon sehen, dass das ein gemeinsamer Nenner ist. Aber Ja, schön, ich schön. vermute, dass das bei dir auch so ist. Du kannst das gleich dementieren jetzt oder bestätigen. Ich fühle mich hier als Mensch schon wirklich als so etwas wie jemand, der von außen kommt. Und manchmal bin ich wirklich sehr am Staunen, wie Menschen sich verhalten, warum Menschen so sind oder was alles gemacht wird. Und das versuche ich halt dann zu verstehen oder ja, mich da teilweise einzufügen oder eben auch nicht. Aber ich sehe mich eher von außen als sowas wie ein Tourist und ja, und ich finde das spannend, was ich da halt gerade alles lernen und erfahren kann. So. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, ja. Ja, ich habe es ein bisschen greifbarer vielleicht. Ich würde sagen, was uns verbindet, ist auf jeden Fall mal Humor. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das haben wir auf jeden Fall dann die Spiritualität natürlich. Und was ich glaube, was uns auch verbindet, ist, dass wir beide gerne forschen und lernen und beide gerne auch, ich nenne es jetzt so, tief denken und uns irgendwann dazu entschieden haben, jetzt sage ich es dann, einfach wirklich zu leben und wirklich was draus machen aus der Zeit hier auf der Erde. Und wirklich was bewirken wollen, jeder auf seine Art natürlich.
Das würde ich sagen, verbindet uns. So die Lebendigkeit, das Wachsen, das Lernen, das etwas bewirken wollen. Und das so, wie du es auch beschreibst, ne? Ich bin auch immer am Schauen und Lernen, warum die Menschen sind, wie sie sind. Ich versuche das besser zu begreifen. Vieles verstehe ich noch nicht, aber ich versuche immer mehr, das zu begreifen und da einfach in der Tiefe auch zu sein, fühle ich mich auch wohl, wie du auch. Und das würde ich sagen, ist etwas, was uns schon verbindet. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Jetzt weiß ich, du bist ja auch, ne, wie sagt man, mit Herz und Seele in deiner Selbstständigkeit, in deiner Arbeit, in deinem Wirken, mit sehr viel Liebe, so wie ich auch. Und ich bin mir ganz sicher, ich kenne deine aktuellen Pläne nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass noch viel da schon in deinem Kopf ist und geplant wird und entfaltet werden will. Aber das will ich gar nicht ansprechen, weil das ist, finde ich, immer schöner, wenn wir es dann live erleben. Also bleib dran, schaut auf seine Webseite, wenn du live ein Newsletter an. Aber was ich dich fragen möchte, was ist denn so aus der spirituellen, aus der inneren Sicht etwas, was du dir wünschst in diesem Leben zu erfahren, zu erleben, vielleicht auch zu erreichen. Wo möchtest du ankommen? Oder möchtest du gar nicht ankommen? Also weißt du, was ich meine? So was ist da, was, wo du sagst, da bewege ich mich hin? Eine sehr schöne Frage. Na, ich würde sagen, das sind zwei Sachen. Das eine, das ist diese spirituelle Anbindung aufrechtzuerhalten und das noch mehr zu leben. Ja, also Ja. das, ohne dem geht es nicht. Ohne dem fühle ich mich abgeschnitten und das glaube ich, also weiß ich nicht, ob man das je genug entwickeln kann, aber da bin ich auf dem Weg und das würde ich gerne noch mehr integrieren und noch mehr entwickeln. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist schon das Leben hier. Und ich möchte, also du hast das so schön angesprochen vorher, ich möchte echt glücklich sein bei dem, was ich tue. Und das Problem ist aber, wenn man etwas länger macht, dann vergeht langsam die Freude. Vor allem dann, wenn man nichts mehr daraus lernen kann, ja, sich da nicht mehr weiterentwickeln kann. Man macht das dann noch eine Zeit lang, weil man es gut kann und ja, weil das auch schön ist. Aber eigentlich ist es immer ein Basteln im Leben. Man muss sich immer ein bisschen neu ausrichten. Und da möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen von einer deutschen Ärztin. Da bin ich gerade dabei, ein Buch zu lesen von ihr. Die ist eigentlich eine Gefäßchirurgin und hat dann eine Ausbildung als Notfallmedizinerin gemacht und hat sich dann beworben bei einer Forschungsstation am Südpol und hat dann, ich glaube, 54 Wochen am Südpol gelebt, also in dieser Forschungsstation. Über ein Jahr, wow. Ja, und dann hat sie schreibt da, sie ist da mitten in der Nacht, das ist ein paar Monate lang Nacht, also mitten in der Nacht ist sie aufs Dach von diesem Container, wo sie da gewohnt haben, und hat immer wieder ins Universum rausgeschaut und hat mir eine fantastische Sicht dort. Und sie hat gesagt, sie war so glücklich und hat sich so lebendig gefühlt wie sonst überhaupt nie. Also das war für sie, kann sie sagen, die glücklichste Zeit ihres ganzen Lebens, sich so lebendig zu fühlen und auch so, obwohl man total abgeschieden ist dort am Südpol, wie man sich vorstellen kann. Aber dann doch so, da sieht man ja die Nachbargalaxien, die große und die kleine Magellansche Wolke, die sieht man da auf der Südhemisphäre. Und die sieht man da sehr greifbar, das ist wirklich Nachbargalaxien, als wären die wirklich gerade so in der nächsten Nachbarschaft, was ja kosmisch stimmt, ja, in unserem Ja. also Zeit und geografischen Längenbegriffen natürlich, ist das wahnsinnig weit weg. Und sie hat sich so verbunden mit allem gefühlt und so extrem glücklich am Leben zu sein. Und das habe ich mir auch als Inspiration genommen. Ja, bei allem, was ich tue, möchte ich gerne so ein Gefühl haben und sagen, ja, da spüre ich mich, da lebe ich wirklich und das erfüllt mich, da bin ich glücklich dabei. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe gerade vor kurzem auch an sowas Ähnliches gedacht. Und zwar, wie du sagst, natürlich kommt eine Routine. Ich lege Wert darauf, dass ich mich jeden Tag daran erinnere, wie dankbar ich bin, die Arbeit machen zu können, wie sehr ich sie liebe. Das ist etwas, was für mich immer da ist. Und ich bin auch unfassbar glücklich immer. Also ich liebe die Live-Calls mit meinen Teilnehmern. Das ist so mein Lieblings, ne? Also live mit Menschen in Verbindung zu sein über den Bildschirm. Auf das freue ich mich immer. Aber natürlich gibt es Dinge, die jetzt nicht so der Hammer sind, ne? Heute früh habe ich schon Buchhaltung gemacht.
Ja, Mach ich auch gerne, aber es hat nicht den gleichen Pep, muss ich ehrlich sagen. Und so ein paar andere Dinge, ne? Administratives und ähnliches. Und ich habe, und wie du sagst, es gibt dann nicht mehr so viel zu lernen drin. Es kommt eine Form von Routine. Und ich habe es bemerkt, vor kurzem erst, dass es für mich super wertvoll ist, wenn ich außerhalb meiner Arbeit Dinge mache, die mich, wenn ich sie gemacht habe, unfassbar stolz sein lassen. Also irgendwas, was mich wirklich fordert, wo ich dann stolz bin drauf. Und da habe ich bemerkt, das bringt nochmal eine andere Lebendigkeit in mein ganzes Sein, also Körper, aber auch das ganze Sein, weil das bei der Arbeit nicht mehr so ist. Da gehe ich auch aus meiner Komfortzone und ich bin auch oft aufgeregt und so. Na, ist schon, natürlich, es ist jetzt nicht monoton, bei dir sicher auch nicht. Aber es ist ein anderer Level, einfach nochmal auch was Neues zu machen, was einen herausfordert, ob jetzt mental oder körperlich oder auf welche Art auch immer. Und dann wirklich danach so dieses Geschafft-Gefühl zu haben. Und da habe ich mir jetzt eben vorgenommen, dass ich da immer wieder schauen werde, um solche Dinge auch in mein Leben zu bringen, um diese Lebendigkeit wieder zu fühlen. Und vielleicht gehört ja Reisen auch dazu, wie du das gerade so schön erzählst von der Ärztin. Kann ich mir schon vorstellen, dass es viele Kraftorte gibt, ob die jetzt deklariert sind als Kraftort oder nicht, oder nur für dich so sind, wo das einfach auch, wo so eine innere Aktivierung nochmal stattfindet und wir plötzlich merken so, ah, okay, es ist alles wieder eingenordet oder wie man sagt, ja, oder in einer neuen Ordnung, in einer neuen Bewegung in mir drinnen. Mein Geist hat sich wieder geweitet, ja, weil in der Routine müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht engstirnig werden, glaube ich. Und das sind schon interessante Dinge, die ich mir vorgenommen habe, bewusst und mehr in mein Leben zu bringen. Weil wie eine Kollegin letztens gesagt hat, auch wenn man so viel von seinem Hobby in den Beruf bringt, ist es manchmal gar nicht so leicht, Freizeit zu haben. Oder wie geht es denn dir damit? Also gibt es Sachen, wo du sagst, das ist rein Freizeit oder ist es sehr, sehr vermischt bei dir? Wie lebst du das? Also, ich finde ja, das ist eine fiktive Trennung von Beruf und Freizeit. Ja, es ist alles Okay. Lebenszeit. Ja. Okay. Letztlich soll man das machen, was einem Spaß macht. Ob man Richtig. das in der Arbeit macht oder in der Freizeit macht, das kann jeder für sich selber. Bei mir gibt es eigentlich kaum Freizeit, sondern ich hab meine Freizeit im Beruf drinnen. Ja. Also, ich mache gern Musik und das, ja, und das verwende ich dann auch beruflich sozusagen. Ja. Aber ich habe nicht mehr so in dem großen Stil das Gefühl, dass ich meine Lebenszeit verkaufen muss, um dann so meine Miete zahlen kann. Also das konnte ich schon ziemlich reduzieren und da bin ich auch sehr dankbar. Es gibt Ja. schon ein paar so Dinge, die dazugehören, wie Buchhaltung, du hast das angesprochen, ja. Und das versuche ich halt auch noch zu optimieren oder zu reduzieren aus meinem Leben. Weil letztlich ist das unsere Lebenszeit und da soll man Ja. für was einem gefällt. Und ich Ja. möchte da das auch noch bekräftigen, was du so schön gesagt hast. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr demütig, dass ich diese Art von Arbeit machen darf überhaupt, ja, auch weil ich das vorher gekannt habe, wo ich total unerfüllt war in meiner Arbeit. Und das macht mich wirklich sehr, sehr dankbar und auch sehr glücklich, wenn ich anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen kann. Das sagt auch der Gerald Hüther, der Gehirnforscher, aus der Sicht eines Gehirnforschers sagt er, das, was wirklich nachhaltig glücklich macht, ist, wenn man etwas für andere Menschen tut. Und Wow. ja, und das ist eigentlich alles, was wir da mit Neurotunes machen, alles diese Musik und diese CDs, die wir aufnehmen, sind ja eigentlich für die anderen Menschen da. Und das ist dann auch sehr erfüllend für mich, wenn ich da Rückmeldungen bekomme, wie sie einem das geholfen hat und so weiter. Und da bin ich dann auch immer ganz dankbar und demütig, dass ich das machen darf und da etwas beitragen darf, das Leben von anderen Menschen zu bereichern. Und das würde ich gern in Zukunft auch noch mehr ausweiten, ja, wie auch immer das möglich sein wird, weiß ich noch nicht. Ja, ich bin auf einem ähnlichen Weg. Überraschung. Überraschung. Das ist die Resonanz. Ich sehe das auch so und ich
Bei mir ist es ja so, dass ich, wenn ich arbeite, oft einfach natürlich Informationen channel, ne, und die in dem Moment entstehen, klar, als Medium. Und manchmal ist es so, dass ich den Inhalt schon kenne und manchmal ist es so, dass ich Sprecher und gleichzeitig Lernende bin. Und das sind halt dann irgendwie besonders lässige Momente für mich, ne? Wenn ich sozusagen zu einer Gruppe spreche und selbst meine Glühbirnen angehen und Aha-Erlebnisse habe. Das auch. Kennst du auch, ne? Und Ja. danach da sitzt und man denkt, boah, ja, stimmt, so macht das alles Sinn, ja. Und Das ne? muss ich mir merken, das ist Ja, genial, genau, was das ich war gesagt richtig habe. cool. Und dann bin ich natürlich besonders erfüllt, ne? Oder ich weiß, ich will über ein Thema sprechen, aber die Art, wie dann die Worte kommen, ist so, dass es mich selbst nochmal neu berührt, nochmal selbst neu erreicht. Und das ist für mich sehr, sehr erfüllend. Und für dich sicher auch, wenn du sagst, du kennst diese Momente. Und dann ist es so, ne, die Kirsche auf dem Kuchen, wenn du dann noch Rückmeldungen kriegst, ne? Wenn du dann noch E-Mails kriegst, Rückmeldungen, Nachrichten, Erzählungen von Menschen, die sagen, wow, durch das ist das und das in meinem Leben passiert. Es hat sich das geöffnet. Hier habe ich Heilung erfahren. Hier habe ich jetzt was erkannt. Was auch immer es ist für jeden. Und das finde ich auch sehr, sehr erfüllend. Wobei ich, wie du, ganz sicher auch immer sehr achtsam bin, dass ich nicht in eine Abhängigkeit von den Rückmeldungen komme, sondern dass die immer das Extra bleiben, weil wir sonst, glaube ich, eine ungesunde Spannung mit den Kunden erzeugen. So, bitte sag mir, dass ich toll bin. So nach dem Motto, das finde ich nicht gut und das will ich nicht. Deswegen, wie gesagt, ne, so, ich starte meinen Arbeitstag mit Danke, dass ich das machen kann. Ich liebe meine Arbeit. Und bin dann so selbst begeistert von meiner eigenen Arbeit. Ich sage es einfach so plump, es klingt ein bisschen komisch vielleicht. Und wenn dann noch Rückmeldungen kommen, und die habe ich, wie du sicher auch, mehrmals die Woche, manchmal täglich, manchmal mehrere am Tag, das ist dann nochmal so ein extra Segen für mich, wo ich dann nochmal mehr, hört mich jetzt richtig, wo ich nochmal mehr in die Stille und in die Dankbarkeit gehe. Das ist nochmal eine andere Ebene. Und da denke ich mir wirklich so, wow, wer hat denn das schon? Ja. Und das ist das größte Geschenk einfach. Das ist einfach wirklich das größte Geschenk für uns, finde ich. Zu sehen und zu erleben, dass wir etwas bewirken in den Menschen. Und zwar oft auf eine Art, die wir nicht mal für möglich gehalten haben, die wir währenddessen gar nicht mitkriegen. Oder ne, wo wir einfach nur machen, so gut wir können, da sind, so gut wir können, geben und wirken. Und dann geschieht so was Großes. Und dann ist es einfach so eine ganz stille, tiefe Dankbarkeit, die ich dann fühle. Und das ist immer, ja, wie gesagt, der größte Segen, das größte Geschenk, das größte Extra, das ich in meiner Arbeit habe. Ganz wundervoll. Ich bin jetzt auch sehr gerührt. Du hast so ein Riesenherz, Inge. Schön. Ja. Es ist schon wundervoll, was du tust. Ja, du auch. Du bewirkst auch so viel. Also, na, ich komme jetzt nochmal drauf zurück. Ich als Introvertierte würde es nicht wuppen können, was du machst. Deswegen habe ich da nochmal mehr Anerkennung dafür. Und ich weiß so ein bisschen, wie es in dir ausschaut, weil wir uns aber schon öfter unterhalten haben. Und ich weiß um deine. Klingt vielleicht kitschig, aber ich sag's, ich weiß um deine reinen Absichten. Und das ist es, worauf es dann auch ankommt. Weil es in jedem Beruf solche und solche gibt. Und wenn die Absicht rein ist, wenn du es von Herzen machen, wenn das, was du sagst, das Größte ist, dass du wirken kannst und dass du noch mehr Menschen erreichen kannst, dann Sie sehen das jetzt auch alle, glaube ich, dass es so ist, was ich sage, dass das die Wahrheit ist. Oh, das Und berührt mich sehr. das Dankeschön. ist es. Ja, das ist es. Das ist es schon für uns, oder? Das ist es schon. Es ist schön, wenn man von einem anderen Menschen erkannt wird. Das ist wirklich schön. Also dann. Ich umarme dich jetzt über die Ferne. Ja, ich dich Dankeschön. auch. Schick mir ein paar hundert Kilometer die Umarmungen. Ja.
Ich glaube, es ist ein gutes Ende. Wollen wir hier unser Gespräch beenden? Bist du einverstanden? Wunderbar. Ich möchte dich noch um eine abschließende Botschaft bitten. Und zwar ist meine Frage dafür, wenn du denkst, es gibt eine Sache, die die Welt verändern würde, wenn jeder Mensch sie wirklich verinnerlicht hat, eine Sichtweise, eine Wahrheit. Wenn du dir vorstellst, jeder Mensch auf der ganzen Welt hat diese Wahrheit verinnerlicht und dann würde sich alles ändern. Was ist das aus deiner Sicht? Ja, das ist ganz einfach. Das findet jeder Mensch in sich selbst. Schau rein in dich selbst. Ja, genau. Danke dir von ganzem Herzen. Ich Alle, danke die dir. sich für Karl interessieren, unterhalb sind die ganzen Links, da findet ihr alles, da könnt ihr stöbern und euch anmelden und kaufen und genießen sein wundervolles Wirken. Danke und bis bald. Ciao, danke Karl. Danke, Inge. Du bist wundervoll.